Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Boxenfunk. Es ist wieder eine Zeit her, seit ich eure Fragen beantwortet habe und jetzt wird es mal wieder Zeit. Und ich habe mir 5 Fragen rausgesucht, die ihr mir geschickt habt und die will ich jetzt mal beantworten. Gerade bei diesem Schietwetter, das da draußen ist, denke ich, ist es das perfekte Format. Also fangen wir an mit Frage Nummer 1. Kann man denn bei mir Beifahrer sein? Jein. Also im Rennauto Beifahrer sein, das funktioniert, das kann man wirklich machen, aber das ist immer schwierig, weil gerade wenn ich zum Beispiel mit Hersteller unterwegs bin, also wenn ich jetzt nicht ich persönlich irgendwo unterwegs bin, ist es immer so, dass ich natürlich an diejenigen gebunden bin, die das machen, dass die bzw. die Veranstaltung durchführen, aber ihr könnt ja zum Beispiel mal bei den Speed Monkeys auf die Website gehen, die bieten auch sowas an. Das heißt, generell ist es möglich, aber man muss dann immer gucken, bei welchem Format und wann geht das Ganze. Das heißt also, ja, aber. Frage Nummer zwei ist, kann man mich denn mal treffen und wo kann man mich treffen? Ja klar, man kann mich überall treffen, kommt nach Leipzig, dann könnt ihr mich treffen, wenn ich zu Hause bin. Nein, aber im Ernst, also ihr könnt mich immer treffen, auch wenn ich bei den Rennveranstaltungen bin, schreibt mich einfach an bei Instagram oder hier bei YouTube oder bei Facebook, sagt einfach, wenn ihr da seid. Ich versuche eigentlich immer zu antworten, wenn ich nicht antworte, tut's mir leid, ich lese es meistens, habe aber entweder die Zeit nicht oder vergesse es dann halt auch zu antworten, aber ich lese wirklich alle eure Nachrichten und ja, wenn ihr euch mal treffen wollt, sagt einfach Bescheid und generell, wenn ihr Bock habt, mal ein Fan-Treffen zu machen oder so, schreibt es mal in die Kommentare mit rein, interessiert mich, ob ihr da Bock drauf hättet oder nicht, weil wenn da mehrere Bock drauf haben, warum nicht, kann man ja mal machen, kann man ja mal veranstalten, dass man da mal so ein Fan-Treffen macht. Frage Nummer 3 heißt, welche Kamera nutzt du und welches Schnittprogramm und so weiter nutzt du, um deine Filme zu machen? Also, erstmal Kamera. Die Kamera, die ich da habe, das ist die Sony Alpha 7R II, also aus der Sony Alpha Reihe, die ich da nutze. Das Ganze nutze ich mit meinem neuen, es ist das erste Mal im Einsatz, Zeiss Batis 18mm 2,8, das ist da drauf. Obendrauf habe ich ein Mikro und zwar ist das Rode Videomikrofon, was ich da oben drauf habe. Die Kamera, die mich hier so ein bisschen indirekt filmt, das ist die Sony Alpha 7S. Das heißt also R2, das ist die S1, also Mark 1 sozusagen, mit dem 35mm 2,8er Zeiss Objektiv. Das sind so eigentlich die Kameras, die ich hauptsächlich nutze. Ich habe noch meine kleine Sony RX100 Mark 4 und 5, also ihr seht, mein Equipment ist relativ groß, auch teuer. Die habe ich meistens in der Hosentasche irgendwo mit dabei, wenn es mal irgendwas gibt, dann habe ich die, zum Vloggen nehme ich die, wobei dann nehme ich auch jetzt mittlerweile die R2, also das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber das nutze ich zum Filmen. Zum Schneiden nutze ich Premiere Pro CC, das heißt also, dass die Adobe-Palette nutze ich da, nutze auch Photoshop, nutze auch After Effects und so weiter und so fort, also das Ganze, die ganze Palette und ich bezahle auch dafür. Ich habe die Adobe Cloud habe ich und die nutze ich und zahle dafür, dass ich da auch das komplette Paket habe. Frage Nummer 4 lautet, wo kriege ich Autogrammkarten her? Also, Autogrammkarten ist es eigentlich ganz einfach. Entweder auch bei den Rennveranstaltungen, kommt einfach zu den Rennveranstaltungen und wenn ihr was dabei habt, selber Fotos, unterschreiben wir das Ganze schnell. Ansonsten schickt doch einfach einen Umschlag mit euren Fotos oder einfach einen leeren Umschlag. Schickt ihr einfach an die Adresse, die hier, schickt ihr das einfach hin und dann bekommt ihr da auch Autogramme von mir zurückgeschickt. Frage Nummer 5, schon die letzte Frage. Oh, das ging aber heute schnell. Die letzte Frage, die da heißt, woher habe ich meine Cappies? Also ihr kennt ja eigentlich mein Superman-Cappy, was ich immer aufhab. Das ist von dieser bekannten Cappy-Firma, die ich jetzt nicht sagen will, weil ich kriege die Cappies auch nicht umsonst. Ansonsten, das hier, was ich jetzt aufhab, das hier, das ist von Speed Monkeys. Das habe ich jetzt in letzter Zeit relativ viel auf. Gruß geht raus an Lance. ja, das ist von denen. Kann man auch im Shop bestellen. Hier nochmal die Adresse dazu. Das heißt also, guckt einfach mal auf die Website. Im Online-Shop könnt ihr das Ganze dort bestellen. Ansonsten ist die Frage, weil die auch ab und zu kam,
ob ich eigene Cappies und so habe. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das auch mal in die Kommentare mit rein. Interessiert mich mega. Habt ihr Bock drauf, eigenes, wie heißt das schon, Merch zu haben? Also, ich stehe ja mega auf Cappies. Ich habe, glaube ich, jeden Tag ein Cappy immer auf, immer wenn ich irgendwo zu sehen bin. Also ich hätte Bock drauf, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt es mir auch bei Instagram und so weiter und so fort. Checkt da auch mal meinen Kanal, wer das noch nicht abonniert hat bei mir, Instagram, gerne abonnieren. Hier auch gerne den Kanal abonnieren. Also ich freue mich, wenn es langsam wächst, alles das Ganze. Und freue mich natürlich immer über euren Support. Deswegen auch dieses kurze Video, was wir jetzt mal gemacht haben, einfach mal ein paar Fragen beantwortet. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was beantworten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten, die Glocke ist, glaube ich, relativ wichtig. Habe ich jetzt gehört, dass ihr die Glocke drückt, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Oder ansonsten, bitte abonniert meinen Kanal. Das wäre echt cool, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ihr merkt, jetzt wird es wieder ein bisschen regelmäßiger, das Ganze. Ich bin auch jetzt wieder die nächsten Tage unterwegs. Das heißt also, ich bin jetzt unterwegs mit AMG wieder mal. Ich werde dann eine Fahrveranstaltung machen. Komm am Freitag zur Formel E. Das heißt also, bei der Formel E in Berlin bin ich mit dabei, aber nur am Freitag, weil ich muss dann wieder weiter, weil ich muss ja aus München kommentieren. Das heißt also, leider sind wir nicht vor Ort, aber ich kommentiere ja dann wieder die Formel E bei D-Max. Also einschalten, D-Max am Samstag und am Sonntag, zwei Rennen der Formel E finden diesmal statt. Einschalten, nicht verpassen. Und ja, dann geht es direkt weiter. Dann fliege ich oder fahre ich wieder nach Berlin zurück. Da habe ich eine AMG-Veranstaltung, die mega geil ist. Die ein oder anderen von euch wissen vielleicht, was am Montagabend in Berlin abgeht. Da ist ein Konzert von einer sehr bekannten Band, würde ich jetzt mal so sagen. Linkin Park. Und dort bin ich mit dabei. Und ja, ich werde dort vloggen, denke ich mal. Ich hoffe, dass ich dazu komme. Ich muss eigentlich arbeiten, aber ich hoffe, dass ich ein bisschen vloggen kann dazu. Dann geht's wieder weiter. Ich habe meinen nächsten Dreh mit Grip. Ich bin dann, wo geht's denn dann weiterhin? Da bin ich in Le Mans. Also es geht jetzt mega proppevoll die nächsten zwei Wochen. Also ich habe richtig, richtig viel vor und habe zu tun. Und habe immer die Kamera dabei. Ich verspreche es euch. Jetzt kommen wieder mehr Videos, gerade von diesen Veranstaltungen. Also nochmal, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein einziges Video davon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.